Vielen Dank, Sven, für deine guten Informationen. Und Sven, wie du dann sehr erfahrene Modellpiloten, vor allem im Elektro- und im Helikopterbereich. Ist Marschabester 25. Der Flüger ist bereits 24-jährig. Hat 3,50 Meter Spannweite und ist ebenfalls 3,50 Meter Länge. Mit 12 Kilo verhältnismäßig leicht, schafft eben mit. Wir gehören jetzt mehreren Jetbands. Elektro-Impfer. Wunderschöner Start. Und auch sehr ansprechende Steigleistung. Vielleicht habt ihr auch schon die Antonovs gesehen. Start Antonov 124 ist der Vorgänger. Oder noch 225, vielleicht im Fernsehen oder auf Videos, wenn die vollgeladen sind. Sind hier relativ unsportlich unterwegs und sehr, sehr träge. Ja, das Konzept von der Antonov 225 basiert auf der Antonov 124. Man hat dort einfach 15 Meter mehr Spannweite dran gemacht, den Rumpf um 15 Meter verlängert und zusätzlich noch einen Motorgrunden am Flug gemacht. Das Heck ist anders ausgelegt und ein Haufen mehr Rädchen dran gemacht. Tolina hat eine Spannweite von 86 Meter und ein Startgewicht von über 600 Tonnen. Vergleicht man das mit einer 747-800 oder einer A380, ist das Gerät immer noch über 100 Tonnen schwerer beim Start.
Ich gehe davon aus, dass der Transpiret ein bisschen in die Höhe geht, um die Buran auszuklinken. Das ist die russische Space-Shuttle-Variante. Schauen wir mal, 5 Exemplare gebaut in Baikonur. Noch einer ist dann geflogen. Unbemannt. Die Zahl ist fertiggestellt nach 10 Erdbeben in Russland oder gelandet. Dank dem Zerfall von der Sowjetunion ist auch das Projekt relativ schnell eingestellt worden. Antonov ist im Gegensatz zum richtigen Flüger da mit Elektro-Impeller ausgerüstet. Es hat 6 Jetfan-Impeller, Linienmotoren und 2x8 Lipo-Akkus. Ich sehe dann noch spezielle Bauweise, die von der Seitenleiter hinterher, dass ich natürlich auch darum, dass man so eine Last wie einen Uran oder einen Rad drehen kann. Warum ist das damals so wichtig gewesen, relativ schnell und günstig Material ins Weltall zu bringen? Es ist einerseits darum gegangen, vor allem Spionagesatelliten aufzusuchen, wo die grossen Flugzeuge ablösen von Fotografie, sondern man kann mögliche gegnerische Truppenbewegungen feststellen. Selbstverständlich sind dann auch zivile Sachen genutzt worden, wie verschiedene Kommunikationsabteilung. Wunderbar! Übrigens, 32 Gremien sind in der Modell montiert. Nur von Hans sagt, wie detail genau er das Modell gebaut hat, vom Original her. Und das muss ich vorstellen vor 25 Jahren. Gratuliere Hans! Meter Spannweite, die Segelflüger hinten dran und sind im Maßstab ungefähr von 1 zu 2. Sind etwa 20 Kilo schwer und haben schon über 500 Flüge drauf.